Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, herzlich willkommen bei meiner tierisch starken Flugshow. Und hier kommen schon die Hauptdarsteller angeflogen. Falken, Bussarde und Habichte. Alles tolle Greifvögel. Und der Falkner Wolfgang kann uns ganz viel über die Luftakrobaten erzählen. Ich treffe ihn in seiner Vogelflugschule mitten auf einer großen grünen Wiese. In 20 Meter Entfernung steht seine Tochter Sandra. Auf ihrer Hand sitzt ein großer Vogel. Plötzlich stößt sich das Tier ab, schießt auf Wolfgang zu und landet sicher auf seiner Hand. Was ist denn hier los? Hallo Anna, grüß dich. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Was macht ihr denn? Du, wir sind am Vögel trainieren. Die Jessie, eine Lammerfalke, der fliegt bei unseren Veranstaltungen bei den Kindern auf die Faust. Möchtest du mitmachen? Ja, sehr gerne. Komm her. Wolfgang reicht mir seinen Falknerhandschuh, auf dem der Greifvogel landen soll. Das dicke Leder schützt vor den scharfen Krallen. Das ist die linke Hand. Ja, hast du auch einen rechten? Ich bin Rechtshänder. Nein, du, das geht in der Falknerei schlecht, weil die Falken immer links getragen wurden. Das kommt nur aus dem Mittelalter, weil rechts wurde das Pferd geführt, links der Falke. Ah, okay, das heißt, es gibt nur linke Handschuhe. Es gibt linke, nur eigentlich nur linke. Ab und zu gibt es Falkner, die darauf bestehen. Pferde haben wir ja nicht mehr. Also da ist möglich, aber ich bin Linkshänder, also kein Problem. So, dann brauchst du natürlich noch eine Belohnung, ein kleines Kükenbeinchen. Chicken Nuggets nehmen wir das bei uns. Wie muss ich das jetzt machen? Du streckst einfach die Hand aus und die Sandra nimmt den Vogel die Kappe ab und dann wird der bei dir auf der Faust landen. Ah, der sieht dann das Beinchen, genau, und kommt dadurch. Greifvögel haben das siebenfache Sehvermögen von uns Menschen. Ich denke, das wird der schon schaffen, dass er das sieht, denke ich. Okay. Hopp! Und schon kommt Jessie angeflogen und landet auf meiner Hand. Das ist wirklich viel leichter, als ich gedacht hätte. Wahnsinn. Richtig schönes Tier. Die heißt Jessie, das heißt, es ist ein Weibchen. Richtig, es ist ein weiblicher Vogel, eine Lammerfalke. Und du siehst halt die speziellen Merkmale der Falken mit lang spitz zulaufenden Flügeln. Ja. Dann haben wir hier den Falkenzahn, der ist ja ein Bisstöter. Den schaue ich mir an. Der Falkenzahn ist kein echter Zahn, sondern ein Zacken an der Schnabelseite. Beim Zubeißen tötet der Falke damit seine Beute. Jetzt hat Sandra ein Stück Fleisch in der Hand. Ich halte den Falken in ihre Richtung. Jessie sieht den Leckerbissen, hebt ab und fliegt schnurstracks zurück. Ein toller Flug. Der Vogel hat sich eine Pause verdient.